Hey ho, meine Lieben. Kurzurlaub statt GMF. Ja, wir sind unterwegs. Bisschen Kurzurlaub machen. GMF hat ja leider nicht stattgefunden. Und was alles, wo, im Video. Filmchen ab, so wie ich es aufgenommen habe. Weiter geht's mit unseren kulinarischen Ergüssen auf unserer kleinen Wochenendurlaubstour. Was machst du da Feines? Ich habe keine Ahnung. Du hast noch keine Ahnung? Nee, das ist ein Test. Ein Test, aber der Test sieht schon mal gut aus. Ja, warte, ich nehme den Arm weg. Also, Weißbrot? Ja, und dann stapeln wir da irgendwas rein. Mal gucken, was wird. Also Käse sehe ich, Schinken sehe ich, was sehe ich noch? Camembert, Tomaten. Mhm. Na, da bin ich ja gespannt, wie das am Schluss aussieht. Ja, ich auch. Haha, fertig gestopft. Wo geht das jetzt hin? In Grill. In Grill oder im Backofen? In Grill. Okay. So Leute, jetzt waren wir noch kurz beim Shoppen auf dem Markt und ein bisschen Grünzeug für zu Hause und Hähnchen. Mhm. Die werden wir heute noch auf den Spieß machen. Mhm. So Freunde, dann machen wir mal hier ein kleines Guckerle. Und wir sehen, tja, ein eingepacktes Brot. Das hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Ich habe eigentlich gedacht, das ist offen, aber gut. Schauen wir mal, wie es dann rauskommt, wenn die Folie geöffnet wird. Mhm. Bin ich auch gespannt. Ja Leute, vom Weiten, ich zoome mal her. Boah, sieht doch schon mal gut aus. Geil. Also ich hatte ja vorher gesagt, spaßeshalber noch ein verkohltes Ei drüber und das ist tatsächlich noch geschehen und sehr lecker. So Freunde, ich werde jetzt meinen Urlaub weiter genießen, werde mich vor die Mördermonster-Glotze flacken und Endgame anschauen. Ja, von Avengers. Weil hier geht's ganz, ganz gruselig weiter. Vielleicht nimmt ja Patricia oder Schatzi dann die Cam in die Hand und filmt ein bisschen mit. Ich weiß es nicht, mir reicht es dann schon, wenn ich das Video bearbeiten muss und da die Szenen kommen. Also live muss ich das mir jetzt nicht antun. Ich zeige euch aber noch was. Mmh. Oh. Lecker, ich gehe jetzt krabben. So, Richard zeigt mir jetzt, wie man das richtig pult. Ab in den Mund. Fertig. Nochmal. Und tschüss. Was denn? So macht das der Profi. Und so? So macht's der Amateur. Azubine. Nein. Es klappt ja. Ein mehr oder weniger. Da werden die Hähnchen schon gesalzen, gepfeffert und mit Paprika eingerieben. Also SPP wie gewohnt.
Das kann ja bloß schmecken nachher. Tja Leute, jetzt habe ich doch noch ran müssen. Die Dinger fertig gewürzt und verknotet, verschnürt, gefesselt und ab auf den Grill. Na? Ach, der dreht ja schon. Ja, und so lassen wir sie jetzt laufen, bis sie fertig sind. Naja, konstant bei 160 Grad, 150 Grad. Du kriegst alles für dein Leben. Gucken wir mal nach hier. Oh ja, sie werden, Leute, sie werden ein normales und ein Kikok. Leute, unter den letzten Videos wurde die ganze Zeit nach einem Kartoffelgratin-Video geschrieben. Erstens habe ich schon ein paar Videos und zweitens ist Kartoffelgratin so einfach. Ihr tut es einfach, die Kartoffeln zu ausbreiten, bisschen Bacon drüber, bisschen Käse und was noch alles, Schatz? Sahne, Salz, Muskatnuss. Richtig, und das war's dann. Und dann ab in den Ofen oder in den Grill. Und hier wird der Bacon schon ein bisschen vorgeknuspert. Und da sind noch die Hähnchen. Freunde, ich zeige euch jetzt bloß noch ganz kurz die Hähnchen und das Kartoffelgratin. Und dann werden wir uns am Tisch begeben, die Cam auslassen und essen. Mhm. Also, oh, das sieht schon sehr saftig aus. Mhm. Ja, und so schaut das Kartoffelgratin aus. Einfach nur lecker. Was heißt das? Ganz klar. Ich mache jetzt noch einen Nachtisch, kombiniert aus den letzten Nachtischen, was wir gehabt haben, nämlich Ananas und Birne. Oben drüber noch eine Cocktailkirsche mit Vanilleeis, einer Waffel und Eierlikör. Gut, dann haue ich die jetzt auf den Grill drauf und ja, gucken wir weiter. Tja, ohne Stativ ist es gar nicht so einfach. Angrillen, umdrehen, angrillen und wieder auf den Teller. Ja, da habe ich schon mal die Teller vorbereitet. Vanilleeis, Waffel und Eierlikör und ja, ich glaube, gleich können wir es runterholen. So, ja Leute, der Nachtisch wäre fertig. Schön noch überall Zimt drüber und ja, den lassen wir uns jetzt schmecken. Was soll ich mehr sagen? Schnell, einfach, lecker. So Leute, Sonntag, letzter Tag oder ja, die letzte Stunde ist angebrochen. Nach einem großen Unglück und einer Warterei und einer, naja, ich sage jetzt nochmal Blutspur am Boden. Und gehen wir jetzt vor und dann bringen wir mal den Nordseemenschen hier ein bisschen bayerische Kultur bei. Und dann dürfen sie Weißwürste essen. Ja, und das große Unglück befindet sich hier unterm Tisch. Tja, was hast du angestellt? Ich habe mir das Messer auf den Fuß fallen lassen und jetzt kommen wir gerade aus dem Krankenhaus. Jetzt haben sie mir meinen Fuß zusammengelegt. Aber du weißt, wenn ein Messer mit der Spitze zuerst runterfällt, ist es gut auspariert. Habe ich gemerkt. Ja. Ging auch durch wie Butter. Überhaupt kein Problem. Ja. Naja, wirklich blöd gelaufen. Wir tun jetzt noch Mittag frühstücken und dann werden wir unser Zeug packen und auch so langsam uns auf die Heimreise begeben. So Leute, das war's jetzt hier. Wir müssen wieder nach Hause fahren. Silvia, du musst jetzt nicht extra aufstehen. Du darfst sitzen bleiben. Danke, dass wir da sein durften. Gerne vielen, wieder. Vielen Dank, liebe Silvia. Gerne vielleicht wieder. Dürfen wir ja mal wiederkommen. Ja, sicherlich dürft ihr wiederkommen. Aber wir ohne Unfall. Was überlegen wir uns doch mal. Was? Was? Was sagt der Typ hier? Ja, der genau. Hier. Aufstehen. Du hast nichts am Fuß. Nee, ich habe nichts am Fuß. Also, Gott sei Dank. Wir sehen uns. Ja, auf jeden Fall. Ja, immer wieder gerne. Jo, und dann gucken wir mal, ob wir noch was auf der Heimfahrt
zu sehen kriegen, zu filmen kriegen oder ob wir direkt durchfahren. Leute, bis nachher. So Leute, fix und alle nach was weiß ich wie viel Stunden Fahrt, 10 vor 10 haben wir es, heil daheim angekommen. Es war ein wunderbares Wochenende. Nochmal, ach, meine Haare sehen aus. Naja, egal. Es war ein wunderbares Wochenende. Vielen, vielen Dank nochmal an die Cruises, an die Nachbarn, die auch mit dabei waren, womit uns viel gelacht haben. Es war einfach ein tolles, verlängertes Wochenende. Oder, Patricia? Ja, war toll. Schatzi? Ja, war super. Ja, also. Okay, dann sind wir raus aus diesem Video. Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Tschaikowski. Thank you.